Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play Mechabellum. Man sieht ein ausgeglichenes Match heute. Und dann warten wir auf die Startkarten. Jetzt müssen harte Entscheidungen getroffen werden. Ich nehme Quick Supply. Was hat er? Speed. Können wir versuchen, ein bisschen smarter zu sein heute. Gut, ein Damage Upgrade bringt mir wenig. Heute ist mal Rush-Tag, würde ich sagen. Heute ist mal Rush-Tag. Also ich glaube, gar keinen Brawler mitzunehmen, ist einfach ein Fehler. Wenn ich jetzt hier einen einzelnen hinsetze, dann sorgt es eigentlich nur dafür, dass er stirbt, ne? Wobei, er bringt auch was gegen spätere Crawler-Ideen von ihm vielleicht. Und dann machen wir das mal. Und den Rest setzen wir jetzt einfach sehr offensiv. Ich habe noch Geld. So, let's go. Er hat sich für Marksman entschieden, das habe ich fast mir gedacht. Ich habe es natürlich glücklicherweise noch die Seite erwischt, wo er nur einen Arknight aufgestellt hat. Also Marksman ist rübergekommen, genau. Das heißt, er ist auch schon tot. Das heißt, ich habe auf jeden Fall gewonnen, die erste Runde. Das Steelballs gefallen mir an der Stelle gar nicht mal so schlecht. Also wenn ich er wäre, würde ich versuchen, jetzt irgendwie massiv sich dann holen gegen mich. Hanks sind auch nicht so geil. Er braucht irgendwelche Distraction, aber die werden halt schwierig gerade für ihn. Solange ich jetzt weiter ordentlich Druck mache, kriegt er Probleme auf jeden Fall. Ich kann jetzt einfach den die Nuke holen. Dagegen kann ich quasi auch gar nichts machen. Könnte ich natürlich auch machen, gell. Aber ich glaube, ich lasse es. Rechne damit und hol Steelballs. Ja, ruhig ein bisschen Abstand. Das können wir reinfahren, dann gucken, was er jetzt gemacht hat. Jetzt habe ich Marksman geholt. Ja, das könnte natürlich jetzt die Runde gewinnen, dass er die, die Nuke geholt hat. So, jetzt ist nur die Frage, wie viel ich verliere, bevor der Debuff drauf ist. Und die Antwort ist nicht genug, denke ich. Ich muss nur die beiden Marksmen vernichten, bevor
die meine Phönixe vernichten. Ja. Läuft. Feuer jetzt auch nicht so mega effektiv gegen mich, würde ich behaupten. Hier nochmal einen Crawler rein, das wäre eine gute Idee. Also ich könnte die ganzen Einheiten nie aufleveln, aber die Frage ist, was bringt es mir, ne? Ich glaube, jetzt einfach Mechanical Division auszugeben, ist viel besser. Setzt mir einen Rhino da rein. Macht, glaube ich, Schaden beim Spawnen, gell? Ja. Aber er kriegt auch Schaden, oder wie? Wenn er reinfährt? Keine Ahnung. Ich sollte mir die Karte vielleicht mal durchlesen. Aber wir sehen, er hat es recht gut in den Griff bekommen. War das jetzt nur der Rhino? Oder war das noch mehr? Muss ich mir gleich mal anschauen, was er alles hat jetzt. Aber man sieht auf jeden Fall, irgendwas mache ich falsch. Weil das ging ja komplett daneben. So. Er hat aber Crawler davor gesetzt. Kann mich jetzt aber komplett wegnuken, leider. Ich würde gerne Wespen und Overlords bringen, das geht aber leider nicht. Auf jeden Fall einen Overlord schon mal bringen. Weil er einfach so schön teuer ist. Ich könnte natürlich jetzt auch Links bringen, ne? Schon gerne davor. Okay, jetzt ist so, wie es ist. investiert hier massiv rein und das ist ja alles okay. Aber es war wichtig, dass der noch stirbt. Nächste Runde läuft natürlich wieder besser alles. Ich muss halt irgendwie seine Marksman loswerden, ohne dabei komplett zu sterben. Dass wir jetzt nochmal irgendwie in der Mitte eine absolute Distraction Fleet aufbauen müssen. So, Debuff ist bei mir drauf und bei ihm noch nicht. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, aber jetzt kommt er sehr gut. Ich glaube, die Runde gewinne ich knapp. Ah, die Crawler sind echt wertvoll. Wobei jetzt gerade ein Debuff ist, das ist egal gewesen. Gut, gewonnen. Ja, lass es halt noch schießen, damit wir den Debuff draufkriegen. So, jetzt halt die Frage, ob ich es weiter auf den Overlord, hast du nicht gesehen? Eigentlich brauche ich jetzt noch Wespen dazu.
Wespen sind essentiell jetzt. Das Item ist ganz gut, denke ich. Das kann man ruhig mal dem geben. Also mittlerweile aber auch die Zeit der großen Einheiten. Irgendwie so. Dann holen wir noch mal eine Wespe extra. Hier drüben. Also die Phoenix abzugraden lohnt sich, glaube ich, noch nicht so arg. Wobei mittlerweile wird es sich sogar lohnen. Muss ich nächste Runde mal angehen, weil die Maxen Level 2 sonst zu viel aushalten. Das Schild, die wird instant sterben, mehr oder weniger. Und das ist ja totaler Quatsch, das auf den Maxen auszugeben, meiner Meinung nach. Ja, die Wespen funktionieren, aber es sind noch zu wenige. Okay. Ja, Rushen ist schon spannend. Oder halt, also beziehungsweise halt offensiv aufzustellen. Ich mache es ja immer ungern irgendwie, aber man muss schon sagen, es hat seine Momente. Ist direkt in Range. Ich will gerade überlegen, ob ich den Beam ausgebe. Besser. Upgraden. Bei dem wird es sich wahrscheinlich sogar lohnen, gell? So, was ist gerade meine Überlegung? Ich habe nur einen Slot zum irgendwas bauen. Ich nochmal ein Arclight hier hinter. Wieso habe ich das ausgegeben? Weiß man nicht. Weil ich es kann. Ja, jetzt killt er mal den ganzen Phoenix, das ist eine schlechte Idee. Da verliert er sich seine Kuh hier drüben. Und das ist halt ein Riesenproblem für ihn. Und es kommt einfach zu viel rein, ne? Und das ist halt, ich glaube, es ist einfach so ein Punkt, wo die Marksmen einfach schlecht sind, wenn man so vollkommen überrannt ist, weil sie einfach nicht trinken können. Und deswegen ist es dann halt auch vorbei. Ja, der Kredit am Ende war totaler Käse. Ich dachte eigentlich, ich hätte eigentlich ganz gerne hier das Schild noch ausgegeben für die Wespen. Irgendwie hatte ich auch gedacht, ich hätte den Overlord nicht upgegradet. Ich hätte aber das Schild für die Wespen auch noch holen müssen, wäre sehr wichtig gewesen. Aber man hat ja gesehen, es hat auch so geklappt. Was er vielleicht hätte einfach mal probieren sollen, ist eine Entlastungsflanke in irgendeiner Form, hat er halt gar nicht gemacht.
Und sei es nur ein Crawler, damit ich meinen Debuff drauf bekomme. Das Problem ist halt, wenn man das macht in der ersten Runde, bis der gespawnt ist, ist wahrscheinlich hier das Schlachtfeld auch schon wieder verloren, gell? Das habe ich öfters mal gemerkt, wenn ich das mache, wenn ich so offensiv überrannt werde und dann eine Entlastungsflanke mache, dann ist die teilweise einfach zu spät fertig. Also zu spät genau fertig, damit es akut zu killen und da ist der Kampf schon verloren. Weil hier passiert ja alles rasend schnell. Naja, ich sag danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.